Herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir sind bei der Aufgabe 15 von 24. Da erwartet mich natürlich auch schon die große Hoffnung, dass es danach noch weitergeht. Also Aufgabe 15. Biokraftstoff ist im Trend. Baue schnell 2 Biosäulen und bediene 25 Autos. Gut, okay, das kriegen wir hin, weil der Ökoschutzmann möchte, dass wir hier ein bisschen für saubere Luft sorgen. Das haben wir ja Ende der letzten Folge schon gesehen. Also 2 Sapfsäulen, Biosapf, ne? Aufbau und mindestens 25 Autos da betanken. Da wird auch eine gute Werbung für uns sein. Na gut, dann schauen wir mal, ob das wirklich so eine gute Werbung wird. Wir haben ja zum Glück hier schon gut vorbereitet. So, und wir müssen natürlich jetzt auch schauen. Wir haben ja zum Glück hier alles schon soweit abgedatet, dank unserer, ja, doch schnellen Geldeinnahme letztes Mal. Das hatten sie richtig viel gebracht, aber wir haben auch nur 6 Minuten Zeit. Das heißt, wir müssen auch jetzt in der Hektik mal schnell gucken. 5 Boni sind nötig. Okay, da müssen wir also noch ein bisschen hier Fahrzeuge bedienen. 3 Boni haben wir zusammen. Sollte eigentlich ja so gesehen erstmal kein Problem sein. Ich glaube, das Problem, was ich dann kommen sehe, ist wahrscheinlich eher wieder die Kunden hierher zu kriegen. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich auf die Schnelle noch einen Bonus reinkriege. Und dann kann man gleich bauen. Ah, immer noch nicht. Noch einen. Reicht's? Jawohl, Bau. Da unten hin. Öko-Zapfsäule und den auch gleich bedienen. So, und jetzt haben wir hier auch genug Geld. Da fehlen uns noch ein paar Boni, dann können wir das auch gleich... Oh, shit. Erweitern. Aber daran arbeiten wir jetzt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch... Ach, 2 Zapfsäulen sollen wir ja auch aufbauen. Das kommt jetzt auch noch mit dazu. Gut, die zweite Zapfsäule ist dann auch erstmal nicht das Problem, aber ich möchte hier trotzdem erstmal noch ein bisschen erweitern, dass wir hier erstmal die Leute schneller abfertigen können. Vor allem 2 Öko-Zapfsäulen, das ist natürlich eine Menge Holz. So, jetzt gucken wir nochmal, sollte es schon reichen für die zweite? Ne, da brauchen wir 5. Aber wir können ja hier, jetzt sind wir hier ein bisschen durcheinander, mit 2 Stück auch etwas modernisieren, dass wir hier schneller arbeiten schon mal. Das ist schon mal gut. Oh, jetzt hängt es nur an den Boni, aber wenigstens kommen die Autos schon mal rein. Das ist wichtig. Da haben wir zum Glück diesmal bei Zeiten angefangen. Und natürlich bei dem Geld, was wir hier reinkriegen, auch gucken, dass wir gleich auch wieder alles aufwerten. Krankenstation haben wir keinen. Zum Glück ist das ja nicht mehr, dass wir hier keinen, ja, unbedient lassen müssen sozusagen. Die Trickserei haben wir also weg. So, jetzt schauen wir nochmal mit dem Bau, mit der zweiten Zapfsäule. Ah, 5 Boni brauchen wir dafür, okay. Dann modernen wir hier das nochmal. Modernen wir, genau. Wir modernen ein bisschen die Tankstelle. So, jetzt brauchen wir noch 2 Boni und dann ist der Drops auch gelutscht. Dann brauchen wir natürlich noch die Kunden, das ist klar. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. So, der nächste Bonus ist da. 5 Boni haben wir, also bauen wir hier jetzt gleich die zweite Zapfsäule. Das Ziel ist schon mal erreicht. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch gucken, dass die Kunden reinkommen. 14 Kunden brauchen wir noch und 4 Minuten haben wir Zeit. Und Ressourcen brauchen wir auch wieder eine ganze Menge. Denn da geht's langsam schon dem Ende entgegen. Aber ist ja, wie gesagt, bei unserem Geld, was wir jetzt hier verdienen, erstmal kein Problem. So, die Hälfte haben wir zusammen. Ich glaube, ansonsten haben wir auch nichts mehr, was wir hier noch erweitern können. So, die lassen wir gleich abfahren. Ist ja schön, dass wir hier 2 Zapfsäulen haben, aber so viel Bedarf ist ja erstmal noch gar nicht. Nein, mal gucken, vielleicht können wir die auch das nächste Mal dann gerade wieder abreißen, weil wir dann nur eine Zapfsäule brauchen. Da schauen wir mal, wie das sich entwickelt hier. Oh, 10 Kunden fehlen uns noch. Na, da ist wieder einer. Sehr schön. Na, Uzi. Vater Hori. So, den haben wir schon modernisiert. Den modernisieren wir jetzt auch noch. Da haben wir den gleich komplett drin. Ansonsten haben wir ja, glaube ich, nichts mehr zu modernisieren. Ich gucke nochmal schnell durch. Nö, wir haben alles auf das Maximum erweitert. Wunderbar. Ah, und jetzt kommen auch die Biokraftstoffkunden hier rein. Also die Mission sollte ja eigentlich hier
doch sehr zügig laufen. Dann können wir auch in Ruhe alles hier versorgen, was hier an Anfragen kommt. Um uns natürlich hier auch Highscore-technisch noch ein wenig nach oben zu wälzen. Denn uns fehlen nur noch 3 Autos. Ja, 2 Autos, noch ein Auto. Einen Superbonus haben wir und wir sind durch. Wunderbar, die Mission ging ja wirklich zackig ab. Jo, dann schauen wir gleich, ob wir die nächste auch noch knacken können. Sie haben noch ein neues Auto. Walalala. Jetzt zum Schutz diese Straßen. Haben wir versucht, ihr Auto zu waschen. Ich würde es tun, aber wo gibt es nie... Was? Aber wo bitte? In dieser Regenpfütze? Leider keine Waschanlage. Ja, dann können wir doch eine Waschanlage bauen und 20 Fahrzeuge holen. Okay. Ja, da haben wir also gleich das nächste Ziel. Wir bauen eine Waschstraße und werden hier direkt mal ein paar Kunden versorgen, da sie ihre Autos reinigen können. Dafür brauchen wir jetzt erstmal der Bonus, 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 weil ohne Bonus geht hier gar nichts. Das ist immer ganz wichtig und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen das Kriterium, was jetzt hier für die Zukunft kommt. Daher nochmal mein Tipp an alle, die das spielen. Immer schauen, dass ihr, wenn ihr genug Geld habt, nach Möglichkeit alles direkt erweitert. Denn diese Erweiterungen werden bei geschafftem Level in das nächste mit übernommen und machen euch natürlich das Leben um einiges leichter. So, jetzt gucken wir mal, was wir brauchen für eine Waschanlage. Bauen. 2 Superboni, ihr seht's, da geht's jetzt richtig rund. So, und jetzt habe ich hier irgendwie, ist die Musik hier total durcheinander. Da ist wohl das Programm etwas durcheinander gekommen hier mit der Musikzuteilung. Klingt ja auch toll, wenn hier 2 Lieder parallel laufen. Oh mein Gott. Also das ist absolut ein, ja, würde man sagen, dezenter Programmierfehler. Da haben sie den nächsten Jingle schon abgespielt, bevor der erste überhaupt fertig war. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir langsam mal hier Richtung Superbonus laufen. Den ersten haben wir. Und jetzt brauchen wir ja noch einen, aber das geht ja zum Glück sehr schnell. Und immer unsere Ressourcen im Auge behalten. Na, den brauchen wir nicht. Elektrobus, auch nicht schlecht. Ein elektrischer Bus, gar nicht mal verkehrt. So, jetzt brauchen wir nur noch... Fallschirmsäule. So, jetzt brauchen wir nur noch... 2 Boni, dann sind wir durch. Ich hoffe, dass wir das hier bald erledigen können. Ja, einmal hier runter, einmal den Super, einmal das. Oh, die Reifen werden auch langsam eng. Da wird es dann mal langsam auch Zeit, ein bisschen Nachschub zu organisieren. So, und jetzt ist es auch ganz gut, dass wir hier schon... Oh, der zweite Superbonus ist da. Also bauen und gleich hier drauf gehen und gleich gucken. Ja, wir können auch alles hier gleich erweitern. Das ist wunderbar. Weiche Borsten für Luxusautos. So, und jetzt geht's rund. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 20 Kunden, die ihr Auto gewaschen haben möchten. Toll, jetzt kommen die ganzen Ökospritfritzen. Und dafür keiner, der sein Auto waschen lassen will. Das ist ja super schön. Also Geld haben wir ja, wie gesagt, mehr als genug. Oh, Reifen. Müssen wir Ersatzteile bestellen. Oh, der erste Kunde für die Waschanlage kommt. Das ist sehr schön. So, der Reifenhändler hat auch ein bisschen nachgeliefert halt. Der muss darüber, der muss darunter. So, jetzt haben wir noch 4 Minuten Zeit und wir brauchen noch ein paar Kunden, die ihre Autos waschen lassen wollen. Also ihr Lieben, mal schön alle durch den Schlamm fahren, dann zu Solaris kommen. Hier gibt es die beste Autowäsche im Umkreis, weil ich habe die einzige Waschanlage. Aber das war jetzt wieder mal falsch gestellt, taktisch und klug. Ah, Busse waschen ist natürlich auch ein sehr lukratives Geschäft. Aber irgendwie kommen da nicht so die Kunden ran, wie ich so gerne hätte. Und die Ressourcen gehen jetzt auch langsam zur Neige. Aber Geld haben wir ja mehr als genug. Also eigentlich können wir jetzt wieder unser System hier fahren. Wir schieben alles weg, außer das, was uns hier notwendig ist. Gut, wenn die Ressourcen fertig sind, schieben wir einfach die passenden Autos dann auf die Seite. Oder ist noch einer, der waschen will? Sehr gut. Einmal Biosprit, einmal das und gleich wieder einmal waschen.
Gut, Ersatzteile sind zu, das heißt, Werkstatt schieben wir gleich weg. Und den schieben wir auch gleich weg. Ah, jetzt kommen die Waschanlagenkunden hier rein. Ja, so muss das laufen. Klappt das auch hier. So, und die Reserven gehen bei den anderen natürlich hier schon dem Ende entgegen. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil irgendwann sind wir so weit, dass wir eigentlich nur noch hier nach Waschkunden gucken müssen, den Rest einfach wegschicken. Weil Geld haben wir ja wirklich gut eingenommen schon. So, der nächste Kunde zum Waschen ist da. Den nächsten Superbonus haben wir auch schon wieder. So, die Reifen sollten auch bald dem Ende entgegengehen. Ah, noch ein Waschkunde. Sehr gut. So, Biosprit sieht auch noch ganz gut aus. Na komm rüber. Ich brauche doch Platz, Mensch. Mir läuft doch die Zeit davon. Ich habe nur noch 2 Minuten Zeit. Ich habe doch nur noch 2 Minuten Zeit. Ja, jetzt kommen die ganzen Ökosprit-Menschen. Aber es kommt keiner, der hier... Doch, da oben. Ah, jetzt kommen die Waschkunden. Sehr schön. Ja, mal so ein ganzer Schwung, das ist richtig praktisch. Und den können wir gleich wegfahren. So, da kommen viele, die essen wollen und hier wollen und da wollen. Alle wollen sowas, aber nicht das, was ich jetzt hier eigentlich brauche im Moment. Das ist irgendwie doof. Finde ich jetzt... Oh, da ist wieder einer. Gut, dann brauchen wir nur noch 3. Das ist auch ganz gut so. Mal gucken, wann der nächste Laden zumacht. Da oben ist zu, das heißt, den können wir auch wegschaffen. Das ist schon mal praktisch. Ja, wir lassen einfach jetzt mal die Ressourcen hier leer laufen. Weil, wie gesagt, wir brauchen Waschkunden. Ja, super Boni kommen natürlich jetzt hier rein ohne Ende. Aber wir brauchen genau Waschanlagenkunden. Die sind wichtig. Oh, der kann weg. Ökosprit haben wir noch ein bisschen. Davon haben wir noch was. Der nächste Waschanlagenkunden. Sehr schön. Oh, dann können wir die auch alle wegfahren. Wunderbar. In der Hoffnung. Ja. Da ist der nächste und wir haben die Mission geschafft, tatsächlich. Schon wieder 2 Missionen innerhalb von einer Folge erledigt. So, ich denke, ich weiß, was uns fehlt. Ha, ein Zoo? Nein. Ein Supermarkt? Aha. Okay, Supermarkt bauen und 25 Gäste bedienen. Okay, das klingt jetzt eigentlich schon ganz gut. Und ja, da gucken wir in der nächsten Folge rein. Wir haben 9 Minuten Zeit. Haben ja hier zum Glück schon vorbereitet. Und hier auch alles, wie ihr seht, schon schön ausgebaut. Wunderbar. Passt also perfekt. Das machen wir in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.